bin auf der Grolländer Straße gefahren und habe einen Riesenschrecken bekommen, weil vor mir der dicke Ast runtergekommen ist und ich nur gedacht habe, was mache ich jetzt? Und dann ging hinter mir schon der große Baum runter. Und dann bin ich nur links rangefahren und habe gedacht, ich muss raus aus dem Auto und habe bei den Nachbarn geklingelt und konnte rein. So viel denken konnte ich gar nicht. Ich habe nur gedacht, ich muss raus aus dem Auto, falls vielleicht noch ein Baum runtergeht. Und habe dann die erste Möglichkeit gesucht, irgendwo im Haus erstmal mich unterzustellen und Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen. Ja. Das hat sich ganz schnell aufgebaut. Ich bin also hier zwei Straßen weiter losgefahren, da war es windig. Und als ich auf der Grolländer Straße gefahren bin, wurde es mehr. So. Und dann kurze Zeit später war es aber auch schon wieder vorbei.